Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal, wird dunkel, Leute, ich immer eben schlafen. Beim letzten Mal haben wir die Serverregeln auf die Version 4 aktualisiert, Leute. Ich kann nur nachts schlafen, toll. Und haben auch dann bei der Försterei ein bisschen weiter gemacht, Leute. Das fand ich sehr toll. Wir haben die unterirdischen Wege komplett fertig und müssen jetzt nur noch die Ränder und die Felder selbst von Stein befreien und dann halt natürlich alles noch nach oben durch die Decke bauen. So, was werden wir heute machen, Leute? Das steht bereits fest, Leute. Wir werden heute nicht Toto fragen. Denn, Leute, wir sind jetzt auf 1.17. So, Leute, wir haben hier auch, also Java 16.0.1. Das ist die Client-Version, Leute. Der Server läuft natürlich mit Java 17. Damit ich da auch die nächsten 10 Jahre möglichst nichts ändern muss dran. Nein, aber ich habe es endlich geschafft, Leute, und das ist echt toll. Java 17 kommt natürlich mit ein paar Neuerungen, also nicht nur ein paar, es kommt sogar mit sehr vielen Neuerungen. So, machen wir ein paar Sachen, während wir da was machen. Und ich würde jetzt gerne zuerst einmal die Patch-Notizen mit euch durchgehen, so wie immer, Leute. Vorher machen wir natürlich das hier kurz. Und das ist echt toll, Leute, dass ich das jetzt endlich mal geschafft habe. Es gab ein paar Hürden. Erstmal musste ich das Betriebssystem aktualisieren. Ich dachte, ich habe Holz geholt beim letzten Mal. Habe ich das nicht? Naja. Ich bin ziemlich sicher. Wahrscheinlich habe ich es aus Versehen weggeworfen letztens. Ich war ein bisschen im Creative-Modus unterwegs. Administrativ. Und ich glaube, da habe ich es. Ja, ich glaube, ich habe es aus Versehen weggeworfen. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen werde ich einfach. Wovon haben wir viel? Wechseln wir auf Schwarzeiche. So. Wechseln wir auf Schwarzeiche. Um noch ein paar Dinge vorzubereiten und sowas. Und. Wahrscheinlich habe ich dabei aus Versehen den Stamm weggeworfen. Habe ich wahrscheinlich Platz gebraucht und vergessen, mir wieder herzutun. Aber ich bin mir nicht sicher. Egal. So, Leute, was gibt es Neues? Ich bleibe mal lieber hier drin, falls es dann wieder Nacht wird. So, zum einen, wisst ihr was? Das machen wir einfach gleich im Creative-Modus. Ich werde jetzt euch zeigen, was es Neues gibt. Nämlich gibt es Amethyste. So, das hier noch. Das ist echt super, Leute. Es gibt Amethysthaufen, dann große, mittlere, kleine Amethysthaufen und sowas. Das sind kleine lila Kristalle, wie ihr hier seht. Und mit denen kann man jetzt ein bisschen was Neues bauen. Zum Beispiel kann man jetzt ein Fernrohr bauen, Leute. Das ist richtig geil. So, was gibt es noch Neues? Die gibt es übrigens in Amethyst-Geoden, Leute. Das sind jetzt sowas wie Erzvorkommen, sowas wie Kohle oder sowas. Oder wie die Granitvorkommen und sowas. Gibt es da Amethyst-Geoden-Vorkommen, das heißt in neu gespawnten Biomen. Müssten wir dafür reisen, um die zu finden. Lassen sich sogar auch farmen, allerdings nicht transportabel. Das heißt, man muss die, also lassen sich sogar automatisch farmen. Aber man müsste dann eben die Amethyst-Geode selbst in eine Farm umbauen, Leute. Die lassen sich leider nicht transportieren, zumindest nicht in der 1.17.0, soweit ich weiß. Zumindest. So, was gibt es dann Neues? Es gibt Azaleen. Das ist ein neuer Baum, Leute. Hier, das ist, oder neuer Baumdekoration. Ich glaube, da gibt Eichenholz, wenn ich das richtig im Kopf habe noch. Die spawnen auch in neuen Biomen. Es gibt jetzt ein neues Biom, Leute, oder Biomteil, eine neue Höhle. Das sind die üppigen Höhlen, heißen die Leute. Und dafür gibt es sehr viele neue Pflanzen. So, was gibt es da noch? Kalzit gibt es neu, der ist in Amethyst-Geoden drin. Kerzen gibt es jetzt, Leute. Es gibt Kerzen. Geil, oder? Und die funktionieren ähnlich wie die Meeresgurken. Das heißt, man kann bis zu 4 Kerzen auf einen Block packen. Die stapeln sich dann halt so ein bisschen nebeneinander. Also sammeln sich nebeneinander auf dem Block. Und jede Kerze erhöht das Lichtlevel oder strahlt ein Lichtlevel von 3 aus, sodass insgesamt ein Lichtlevel von 12 am Kerzenblock möglich ist, Leute. Und das ist so geil. Also mit den Kerzen möchte ich heute noch ein bisschen was machen, Leute. Und die lassen sich auch sehr einfach herstellen. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Nämlich einfach nur Honigwaben und Faden. Und beides haben wir.
So, was gibt's da noch? Dann gibt's die Höhlenranken, Leute, da gibt's da wachsen Leuchtbeeren dran. Die Leuchtbeeren selbst, die zeige ich mal wieder kurz, Leuchtbeere da. Hier Leuchtbeeren, die kann man dann für verschiedenes benutzen, die aber in erster Linie sind die natürlich Nahrung und die wachsen halt in diesen üppigen Höhlen, da wachsen die Ranken von oben nach unten und an diesen Ranken wachsen die Leuchtbeeren. Dann gibt es jetzt Kupfer, Leute. Es gibt jetzt generell Kupfer, Eisen und Gold wurden überarbeitet. Ich weiß nicht, ob es noch... Jetzt muss ich mal nachsehen. Gold. Doch, die Goldklumpen gibt es immer noch, Leute. Aber es gibt jetzt auch Rohgold und es gibt Roheisen. Hier, die Eisenklumpen gibt es auch noch. Und dann gibt es auch Kupfer. Hier, Rohkupfer. Und das ist ganz neu und das ist echt heftig, Leute. Das oxidiert. Das kann oxidieren und dann wird das leicht so grünlich. Also nehmen wir hier mal den Kupferblock. Der oxidiert, wenn er in der Luft bleibt, dann wird er langsam so grünlich, bis er dann ein oxidierter Kupferblock ist. Also hier angelaufen, verwittert und dann oxidiert. Und das kann man anscheinend nicht mehr rückgängig machen. Oder zumindest habe ich nichts davon gelesen, wie es möglich wäre, das rückgängig zu machen. Aber man kann das verhindern, indem man einfach dann ein Wachs draufpackt. Also Bienenwachs. Ich glaube, das war aber... Honigwabe, genau. Mit der Honigwabe geht das und dann bleibt der Zustand erhalten. Das heißt, wenn man auf Kupferblock eine Honigwabe macht, hat man einen gewachsenen Kupferblock, dann bleibt er immer so. Genau, dann. Und das gibt, wurde halt jetzt auch verändert, Leute. Es gibt jetzt es gibt die Kupfererze, Kupfererzblöcke, hier Kupfererz. Wenn man die abbaut, dann kriegt man Rohkupfer. Und das, ein Rohkupfer schmelzt sich zu einem Kupferbarren, Leute. Und das gleiche gilt jetzt auch für Eisen. Wenn man Eisenerz hat, dann kriegt man Roheisen. Leute, das möchte ich jetzt gleich mal probieren. Wir haben ja genügend. Aber ich möchte das mit der, das muss ich natürlich mit einer anderen Spitzhacke probieren. Das heißt, ich nehme hier die Glücksspitzhacke her. Die voll ist, das gefällt mir sehr. So. Ein. Neue Rezepte, sehr schön. Ein Eisen und ich möchte auch ein Gold probieren, Leute. Die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich hoffe, es funktioniert auch mit Nethergolderz. Neues Rezept, ja. So. Machen wir das mal hier unten. Also die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus, Leute. Und wenn ich den jetzt abbaue, habe ich ein Roheisen bekommen. Und hier Goldklumpen. 15 Goldklumpen. Okay. Warum habe ich nur ein Roheisen bekommen? Da hat doch Glück 3 drauf. So. Also das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte, Leute. Ich mach mal noch einen Test. Also hier mit Gold. Gold müsste das jetzt funktionieren. Ein Goldklumpen, wieder nur. Ah, aber hier jetzt drei Roheisen, Leute. Also ich hatte vorhin einfach nur Pech, trotz Glück 3. Man kennt es, man hat einfach Pech. Und jetzt muss ich mal nachsehen, Leute. Ich glaube nämlich, dass man eigentlich nur... Wie viel kriegt man? 2 bis 3 Rohkupfer würde man bekommen. Wahrscheinlich auch entsprechend Eisen. Glück müsste das eigentlich erhöhen, aber davon habe ich jetzt irgendwie nichts gemerkt. Und dieses Roheisen, das wird dann zu Eisen geschmolzen, Leute. Zu Eisenbarren. Möchte ich auch mal testen. Aber es wäre eine Verschwendung, das hier zu testen. Oder ich mache es mit Stöcken. Ich mache es mit Stöcken. Dann werden die getestet. So. Bis wir aber da soweit sind, Leute, machen wir einfach kurz weiter, was es noch alles Neues gibt. Es gibt jetzt Blitzableiter, Leute. Die werden aus Kupferbarren hergestellt. Und die können Blitze einfangen und können damit auch Redstone-Signale starten. So, dann gibt es Tropfblatt, also kurz hier. Ach, jetzt muss ich wieder wechseln. Hier, der Blitzableiter, das ist der. Wie gesagt, leitet Blitze ab und dann werden Gebäude und sowas nicht mehr zerstört. Das ist echt schön. Und dann gibt es noch, wie ist das jetzt gerade, das Tropfblatt. Hier,
Ein kleines Topfblatt, das große Topfblatt, Leute, die wachsen im, also Topfsteinhöhlen gibt es jetzt auch, Leute, als neues Biom, als neues Höhlenbiom. Das ist auch geil mit Tropfsteine. Da kann man sich tatsächlich wehtun. Also wenn die von oben runter wachsen und man springt hoch und kommt dran, tut man sich weh. Oder wenn die von unten nach oben wachsen, also Stalagmiten und Stalaktiten, Leute, wenn die von unten nach oben wachsen und man springt drauf, tut man sich auch weh. Und je größer dieser Stalaktit oder Stalagmit ist, desto mehr Schaden verursacht der. Und die kleinen Topfblätter, die sind nur zur Zierde, Leute, aber die großen, die kriegt man übrigens, wenn man auf die kleinen Knochen macht. Die großen, Leute, da kann man draufstehen. Und ungefähr nach 2 Sekunden kippt das um und man fällt runter. Also man fällt durch den Block so ungefähr. Und das ist richtig geil. Das wurde tatsächlich als Idee gemacht für diese Speedrun-Maps oder sowas. Oder wie die heißen, damit man einfach eine Schwierigkeit hat. Für diese Parkour-Strecken wurden die tatsächlich reingemacht. Stand extra da in den Patch-Notizen. So, dann. Gibt es jetzt den Leuchtrahmen, Leute? Da muss ich aber ein bisschen anders machen. Es gibt jetzt nämlich den Leuchttintenfisch, Leute. Und der Leuchttintenfisch, der spawnt nicht im Meer, der spawnt in Höhlen, Unterwasserhöhlen. Denn es gibt jetzt auch neue Höhlen, die sind komplett von Anfang bis Ende mit Wasser gefüllt, Leute. Und da spawnen Leuchttintenfische und die lassen eben jetzt Leuchttintenbeutel füllen. Fallen und damit kann man einen Leuchtrahmen machen oder aber auch, wenn man die auf eine. Oh, es wird dunkel. Gehen wir schlafen. Oder auch, wenn man die auf ein Schild packt, dann sieht das aus, als würde das Schild leuchten. Und mit normalem Tintenbeutel, Leute, kann man das dann wieder wegmachen. Ich würde das gerne mal kurz ansehen wollen, wie das aussieht, Leute. Oh. So, neue Rezepte, Feuerwerk. Sehr schön. So. So, ich würde das gerne testen, Leute. Deswegen nehme ich mir jetzt einen Leuchttintenbeutel und einen normalen Tintenbeutel, um das wieder rückgängig zu machen. So, also da haben wir ja ein Schild und jetzt mache ich mir das mal drauf. Cool. Ach Mist, jetzt habe ich einen Fortschritt. Scheiße. Das wusste ich jetzt nicht. Leuchte und staune. Okay. Egal, ich bin mir zu 100% sicher, das hätten wir sowieso irgendwann bekommen. Und dann kriegt man das so wieder weg, Leute. Kann ich mir den irgendwie wieder wegnehmen, den Fortschritt? Help. Oder. Advancement. Revoke. Winner 90? Nein, halt. Grant ist ja falsch. Und Revoke heißt doch eigentlich neu machen, oder? Das muss ich mal kurz nachsehen. Ah nein, widerrufen heißt das. Okay. Only wahrscheinlich. Oha. Okay, jetzt brauche ich den Erfolg. Leuchtendenbeutel. Erfolg. Leuchte und staune. Und das ist Haspendri. Minecraft. Haspendri. Und zwar Make a Sign Glow. Make a sign glow. Es hat funktioniert, Leute. Okay, wir wollen ja nicht schummeln. So, dann. Aber sieht doch geil aus, oder? Gut, dann gibt es jetzt Tiefenschiefer, Leute. Der ist jetzt noch nicht so wichtig. Der ist dann für das Teil 2 Update, also Teil 17, ja, war Minecraft 1.17 und 1.18 sind ja zwei Updates in ein Update in zwei Teile geteilt. Und Tiefenschiefer ist sozusagen das neue Bedrock. Und das bisherige Bedrock wird dann einfach noch weiter nach unten gelegt, Leute, denn man wollte die Höhe reduzieren, also die Bauhöhe erhöhen. Und naja.
ist halt einfach nur Tiefenschiefer. Dann gibt es hängende Wurzeln, Leute. Das ist auch schön. Ein Dekorationsblock ist das. Wurzelerde gibt es, Dekorationsblock. Moos gibt es jetzt. Moosteppich. Dann Topfsteine. Pulverschnee gibt es jetzt, Leute. Man kann jetzt in einem Schneebiom, kann man einen... Wie heißen die nochmal? Cauldron. Toll. Wie heißt der deutsche Name nochmal? Kessel. Gut. Kann man einen Kessel einfach ins Freie stellen und wenn es schneit, dann füllt er sich langsam mit Pulverschnee. Und den kann man dann mit einem Eimer rausnehmen, Leute. Und dann kriegt man einen Pulverschneeblock. Geil, oder? Oder war es ein Block? Ich glaube, es war ein Block. Egal. Dann gibt es den Skulk-Sensor, Leute. Das ist ein Bewegungssensor. Und der ist aber, glaube ich, jetzt in 1.17 noch nicht aktiviert, glaube ich. Nein, er wird nicht genutzt. Kann man ihn bauen schon? Nein, er hat kein Rezept. Das heißt, man kann ihn noch nicht bauen und er wird auch noch nicht genutzt. Das heißt, er ist nur theoretisch da. Und im Inventarmodus des Kreativmodus, Inventar des Kreativmodus ist er nicht drin. Okay, dann gibt es Sporenblüten, Leute. Die könnte ich euch, glaube ich, wieder zeigen. Hier, die wächst an der Decke, Leute. Ist auch eine Dekoration. Dann getöntes Glas gibt es jetzt. Das ist Glas. Das sieht aus wie getönt. Hier, getöntes Glas. Das sieht aus, Leute, wie normales schwarzes Glas. Aber es ist tatsächlich, wenn wir das mal eben so machen. Es ist nicht lichtdurchlässig, Leute. Krass, oder? Und jetzt ist es wieder hell. Machen wir es wieder weg. Okay, ich glaube, das war alles. Okay, den auch weg. Wir wollen ja nicht schummeln, Leute. So, dann, was gibt es nächstes? Dann gibt es Tuffstein. Das ist ein gräulicher Stein und der ist die äußerste Schicht für einen Amethystgeoden, Leute. Amethystgeoden habe ich ja zu Beginn schon erzählt. Und die sind im Inneren hohl. Und da gibt es diese Amethystblöcke, in denen auch die Amethysthaufen wachsen können, von denen wir die Amethystscherben bekommen, mit denen wir dann bauen können. Und die sind ummantelt mit Kalzit, das ist ein weißer Block, und der ist wiederum ummantelt mit diesem Tuffstein, das ist ein gräulicher Block.